Hallo und herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Eltern, zu Fit for Future aus dem Wohnzimmer für das Wohnzimmer. Freddy ist wieder für dich da und ich habe heute ein ganz besonders schönes Programm für dich zusammengestellt. Wir fangen an, wie üblich, mit dem dreimaligen Einatmen und Ausatmen für Fit for Future. Und, das kennst du auch schon, das Wachklopfen. Fang an bei deinen Beinen. Genau. Nicht zu doll, nicht zu sanft. So, dass du es wirklich spürst, dass deine Muskeln und deine Gelenke sich freuen, ein wenig wachgeklopft zu werden. Das ist natürlich auch besonders interessant, wenn du auf einem Bein stehst. Kannst du vielleicht ein bisschen das Gleichgewicht üben. Überall ein wenig wachklopfen, von unten nach oben. Der hintere Rücken, der freut sich ganz besonders über ein wenig Aufmerksamkeit. Und die Arme auch noch entlang. Jawohl. Alles wachklopfen, alles wachmachen. Dabei das Atmen nicht vergessen. Der Nacken ist auch immer sehr dankbar. Und gerne nochmal hier übers Gesicht gehen und den Kaumuskel ein wenig massieren. Auch da ist ganz viel Spannung drin. Ein bisschen Energie gähnen. Sehr gut, okay. So, und was haben wir denn heute? Was brauchen wir denn heute? Zwei Paar Socken. Entweder einen Tennisball oder einen Massageball. Schau mal, was du zu Hause hast. Beginnen wir und zwar mit der Massage der Fußsohlen. Ich nehme jetzt mal den Tennisball. Du legst den Tennisball auf den Boden und fängst einfach mal an, ein wenig darauf zu dich aufzustellen und deine Fußsohle zu massieren. Ja, wenn der Ball ein bisschen härter ist, dann kann es auch noch ein wenig intensiver sein. Hier der Tennisball, der hat schon seine beste Zeit hinter sich, darum ist er auch sehr flexibel. Auch mal den anderen Fuß dazu nehmen. Ja, und du spürst ganz genau von alleine, welche Stärke, welche Intensität für dich gut ist. Und das kannst du auch auf dem Boden machen, indem du dich auf den Boden setzt, auf den Ball mit dem Po und ein wenig die Po-Muskulatur damit massierst. Auf das Bein ein wenig drüber rollen lassen. Ja, bei meiner kurzen Hose, die frisst den Ball auf. Ja. Und auch die Waden freuen sich, wenn sie mal ein wenig Massage auf diese Weise bekommen. Ja. Ich mache das jetzt hier nur auf meiner rechten Seite. Du kannst das gerne auch auf der linken weitermachen. Du kannst Pause drücken und so richtig, wie du Spaß und Lust dran hast, diese Massage weiterführen. Du kannst es auch auf dem Rücken machen. Einfach schauen, wo ist der Ball und dann ein wenig neben deiner Wirbelsäule auf dem Ball entlang gleiten. Oh, das tut gut. Das tut gut. Vielleicht hast du ja hier oder dort auch noch ein paar Stellen, die ein wenig verkrampft sind. Die freuen sich darüber ganz besonders. Geht auch auf der Vorderseite. Als kleine Inspiration, Ball auf dem Boden und die Vorderseite des Oberschenkels drüber rollen lassen. Ja. So schön glatt gerollt. Machen wir jetzt eine kleine Aufwärmübung und zwar das Nilpferd in der Wüste. Du atmest mit mir einmal ganz tief ein und nach dem Einatmen, beim Ausatmen, laufen wir wie ein schnelles und vielleicht ein wenig wütendes Nilpferd, das ganz schnell sein will, los. Und hast dabei die Arme gestreckt. Ich mache es einmal vor und danach machen wir es zusammen.
alles schön wackeln lassen. Okay, und jetzt gemeinsam. Einatmen. Und noch einmal. Und ein drittes Mal. Sehr gut. Auch hier kannst du gerne nochmal Pause drücken und ein paar weitere Nilpferd-Sprints machen. Bevor wir zum Belastungsteil kommen, werden wir die Socken zum Einsatz bringen. Du fängst mit der einen Socke an und wirfst diese Socke mit dem ausgestreckten Arm, ich fange mal jetzt rechts an, im hohen Bogen über deinen Kopf und fängst die Socke auf der anderen Seite mit dem ausgestreckten Arm auf. Das hört sich einfach an. Wir machen es mal. Und du versuchst wirklich, die Arme so ausgestreckt wie möglich zu lassen. Einmal. Genau. Hohen Bogen. Richtig schön. Im hohen Bogen über den Kopf. Genau. Du wirst merken, dass es von Mal zu Mal, nämlich einfach die andere, von Mal zu Mal einfacher wird. Weil auch das ist Training. Und noch einmal. Okay. So, und eine weitere Übung. Jetzt nehmen wir zwei Socken. Du hast die beiden Socken in den beiden Händen und wirfst sie erstmal beide gleichzeitig hoch und fängst sie auch gleichzeitig wieder auf. Okay. Und dann mache ich mal eine Übung vor. Ich werfe die beiden Socken gleichzeitig hoch und kreuze, während die Socken in der Luft sind, die Arme und fange die beiden Socken mit gekreuzten Armen wieder auf. Achtung! Und wieder zurück. Oh, bin ich glücklich, dass es beim ersten Mal funktioniert hat. Noch einmal. Fast. Und hoch. Und der Trick dabei ist, dass du beim Werfen noch nicht ans Kreuzen denkst, sondern erstmal nur an den Wurf. Ah! Schau mal. Gut. Du kannst dabei auch einmal so kreuzen, einmal so kreuzen. Auch das ist Übungssache. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall sehr erwärmt. Ich hoffe, du auch. So, dass wir zum Belastungsteil kommen können. Und das ist heute der Supermann oder die Superfrau. Du legst dich flach auf den Bauch, auf den Boden. Und eine Minute lang hältst du diese Position. Folgendermaßen, also du findest deine gemütliche und angenehme Position auf dem Boden und nimmst nun Arme und Beine, also Beine und Arme, so in die Luft, sodass du eigentlich nur auf deinem Zentrum liegst, auf deinem Bauch und auf deiner Hüfte. Die Oberschenkel sind so gut wie möglich in der Luft, genauso wie die Arme. Den Kopf nicht zu sehr in den Nacken nehmen, nicht zu sehr verkrampfen. Locker bleiben, eine Minute lang und dabei nicht vergessen, weiter zu atmen. So, okay, gleich geht's los. Mach mit und die Zeit läuft. Genau. Schön kontrollieren, ob du wirklich auch im Nackenbereich locker bist. Weiter atmen. Auch wenn das nicht die günstigste Position zum Atmen ist. Und auch wenn die Muskeln im Rückenbereich jetzt vielleicht schon ein bisschen anfangen zu rebellieren, zu zittern, einfach weiter atmen in den Bereich und locker lassen. Ich glaube, Halbzeit habe ich schon, ne? Ja, sehr gut. Oh, sehr schön. Noch ein paar Mal tief ein- und ausatmen. 5, 4, 3, 2, 1. Juhu. Da schmeiße ich vor Freude die Tonne um. So. Okay. Und jetzt ist ja Rücken vielleicht ein wenig angespannt. Den kannst du ja mit der Übung, die wir schon mal gemacht haben, ein wenig
lockern, oh, den Katzenbuckel rausstrecken. Genau, und damit die Rückenmuskulatur wieder ein wenig in die Entspannung bringen. Sehr gut. Okay, wenn wir jetzt schon auf dem Boden sind, dann können wir jetzt einmal deine Finger und deine Zehen ein wenig dehnen. Wir fangen mal mit den Fingern an. Einfach mit einem leichten Gewicht hier die Finger auf dem Boden, genauso wie das Handgelenk, ein wenig in die Dehnung bringen. So weit, wie es hier im Unterarm sich gut anfühlt. Ja, genau. Und auch gerne mal in die andere Richtung. Handgelenke sind oftmals ein wenig verkürzt und das kannst du auch mit beiden Händen machen. Ja, da gibst so viel Druck und Gewicht auf deine Handgelenke und Finger, wie es für dich angenehm ist. Hier nochmal in die andere Richtung. Das Handgelenk ist ein bisschen flexibler als das linke. Ich denke, das wirst du sehr gut hinbekommen. Auch hier nochmal die Finger ein wenig. Okay. So, und dann die Zehen. Du setzt dich hier einmal auf deine Füße und gibst dein Gewicht mit deinem Po auf die Fersen und spürst vielleicht schon, wie die Zehen sich hier ein wenig in die Dehnung begeben. Auch hier so weit, wie du möchtest, so gut es dir tut. Und jetzt gehen wir mal in den Vierfüßlerstand und richten uns auf und gehen in die Brücke hinein. Und du streckst einmal, so gut es geht, den Po zum Himmel und die Fersen zum Boden, so dass du in den Waden und vielleicht auch in den hinteren Oberschenkeln hier und hier einen schönen Zug spürst. Den Kopf ruhig locker lassen und die Spannung in den Beinen halten. Ein- und ausatmen nicht vergessen. Oh, sehr gut. Okay, und dann langsam mit den Füßen nach vorne gewandert kommen, so dass du dann locker wieder aufstehen kannst. Jetzt sind wir bereit für den Braid für das Teil. Wir fangen an mit der Schmetterlingsacht. So sieht die aus. Du kannst gerne auch das Bild anhalten und ein kurzes Foto machen. Das ist ein Fall für die Feuerwehr. Ja. Und so werde ich jetzt diese 8 mit dem Finger in die Luft malen. Die liegende 8 haben wir schon mal gemalt. Wichtig ist, dass du in der Mitte anfängst und nach oben beginnst, diese 8. Achtung, ich mache es einmal vor. Nach oben beginnen und jetzt hoch, runter, Schleife. Hoch, runter, Schleife. Hoch, runter, Schleife. Achte immer wieder darauf, dass du den Mittelpunkt auch auf Nasenverlängerung hast. Gedachte Linie deiner Nase. Ja, hoch, runter, Schleife. Hoch, runter, Schleife. Sehr schön. Und auch mit der anderen Seite. Und hoch, runter, Schleife. Hoch, runter, Schleife. Hoch, runter, Schleife. Ist besonders gut, wenn du jemanden hast, der dich dabei auch ein wenig überprüfen kann, ob du auch wirklich das gewünschte Bild zeichnest und auch mit dem Finger auf Nasenhöhe bist. Sehr gut. Okay. Und dann kommen wir jetzt zu der Klavierspielerübung. Du nimmst mal bitte Daumen und Zeigefinger zusammen und wir gehen jetzt diese Finger einfach mit dem Daumen ab. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und zurück. Ringfinger, Mittel, Zeige. Folgendes.
Fangen wir so an. Linke Hand hat den Zeigefinger und den Daumen. Rechte Zeigefinger, Kleinfinger und Daumen. Und wir fangen mit der linken Hand an. Mittel, Ring, Klein. Jetzt rechts. Ring, Mittel, Zeige. Ring, Mittel, Zeige. Mittel, Ring, Klein. Und das machen wir jetzt synchron. Die beiden Hände arbeiten gleichzeitig. Erstmal ganz langsam. Zack, zack, zack. So dass sie immer seitenverkehrt am Ende sind. Da, da, da. Da, da, da. Und wenn du das gut kannst, dann kannst du auch ein wenig schneller werden. Okay, ausschütteln, üben, Spaß haben. Wir sind angekommen beim entspannenden und ruhigen Teil, beim Ausklang, beim Ende. Such dir bitte eine ganz angenehme Position. Du kannst dich auf den Boden legen, wo wir gerade den Sport gemacht haben. Hol dir am besten noch eine Decke, ein flauschiges, warmes Kissen, auf dem du deinen Kopf ablegen kannst. Und wenn du soweit bist, dann schließe bitte deine Augen. Und mit dem Schließen deiner Augen kannst du in die Ruhe gehen und alles, was du eben gedacht, getan, gespürt hast, Stück für Stück ganz langsam fallen lassen und vielleicht auch ein wenig nachspüren, welche Muskeln du jetzt ganz besonders wahrnehmen kannst und einfach weiter atmen dabei, einfach sanft und tief und gleichmäßig. Weiter atmen. Spür dabei, wie dein Bauch und deine Brust sich hebt und senkt. Alle Geräusche von draußen, von drinnen, alle Gedanken können dich noch tiefer bringen. Und jetzt stell dir bitte den allerschönsten Ort vor. Den allerschönsten Ort, den du dir vorstellen kannst. Vielleicht ist das ein Ort, den du kennst. Ein Ort aus deiner Fantasie. Lass ein Bild entstehen von dem allerschönsten Ort, den du dir vorstellen kannst. Und dann nimm alles wahr an diesem Ort. Schau dich um. Was gibt es hier zu entdecken? Was gibt es zu sehen? Bist du hier ganz alleine, ganz geheim? Oder sind noch andere Menschen mit dir hier? An diesem allerschönsten Ort. Und hier duftet es bestimmt auch herrlich, ganz angenehm. Nimm diesen Duft wahr, dieses herrliche Aroma. Vielleicht gibt es hier auch ganz, ganz viele bunte Farben, die dich fröhlich anlächeln. Und was kannst du hören? Ist da ein sanftes Rauschen von Wind oder Wasser, ein Plätschern, ein Gezwitscher? Horch hinein, spitze deine Ohren für diese wunderschönen Geräusche und Töne, vielleicht für Gesang und Musik.
Und dann schau einmal, ob es hier auch etwas zu schmecken gibt an diesem Ort. Vielleicht gibt es einen ganz besonderen Teil dieses wunderschönen Ortes, wo Früchte wachsen. Ganz süße, leckere Früchte, die du nun schmecken und genießen kannst. Und nun kannst du noch einmal an diesem wunderschönen Ort etwas spüren, etwas berühren. Vielleicht mit deinen Fingern den Boden berühren oder Blätter oder Sand oder einfach nur den Windhauch, die Luft wahrnehmen, den Boden unter deinen Füßen spüren. Und diesen wunderschönen, diesen allerschönsten Ort in deiner Fantasie nimmst du nun mit. Er bleibt ganz tief in dir verankert und gesichert. Und jedes Mal, wenn du Lust hast, hierher zurückzukehren, schließt du deine Augen und bist sofort an deinem Lieblingsort. Und mit einem inneren, sanften Lächeln kannst du die nächsten Atemzüge dafür verwenden, um zurückzukehren in die Wachheit, in deinen Körper, in diesen Raum, in diesen Moment. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Augen öffnen. Zurückkehren, ankommen, wach sein. Genieße noch einmal dieses Zurückkehren und Freddy von Fit for Future dankt dir fürs Mitmachen. Viel Freude und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend. Ciao.